Probleme. Willkommen zurück zu Earth 2150 Escape from the Blue Planet. Ja, ich habe den Sound noch ein bisschen verändert. Ich hoffe mal, dass es jetzt vernünftig läuft. Ja. Einfach so, dass die... Hoffentlich ist es jetzt nicht zu leise, aber kriegen wir, glaube ich, hin. Ja, wir haben eine Mission in Japan, wo wir gegen drei LC-Basen ran müssen. Genau. Vernichtung der LC-Streitkräfte, drei Militärbasen der LC, zerstören sie alle feindlichen Basen. Dann machen wir das einfach mal. Einsatzgebiet wählen. Neue Bodenplätze lokalisiert. Das ist gut. Herzlich willkommen bei der Heeresabteilung Südost, Alter Audegen. Die Lunar Corporation hat auf den japanischen Inseln drei schwer bewaffnete Stützpunkte errichtet. Sie bereiten eindeutig einen Schlag gegen unsere Stellungen in China vor. Angriff ist bekanntlich die beste Verteidigung, also werden sie einen Gegenschlag führen und alle feindlichen Basen zerstören. Auf gute Zusammenarbeit, Tovarisch, gezeichnet General Fedorov, Kommandant Heeresabteilung Südost. Ja. Dann wollen wir mal uns einen Transporter rufen. So, hier ist unsere erste Basis. Da oben links vielleicht die zweite. Oh, jetzt haben wir... Oh, Schiffe. Sehr gut. Das finde ich gut. Das mag ich. Also, wir bauen eine. Ja, komm. Watchemuniet. So. Das ist Strom dazu. Dann eine Produktionsgeschichte und... Ja, das ist natürlich ungünstig. Was passiert denn, wenn man da direkt ein Gebäude hinknallt? Das weiß ich gerade gar nicht. Möchte ich ja mal sehen, ob das stockt oder ob das funktioniert. So, jetzt bitte entladen. Wenig Energie. Ja. Wenig Energie. Immer das gleiche. Zack. Und müssen auf dem... Genau. Ja, sehr schön. Da kann man die so eng beieinander bauen. Das finde ich gut. Gut. Jetzt muss ich aber, weil ich nicht aufgepasst hatte... einen Tiger Transporter bauen. Ich habe den nämlich nicht mitgenommen. Keine von den dreien, die wir das letzte Mal eine Mission hatten. Aber das macht ja nichts. So, ja, jetzt müssen wir mal schauen, wo was ist. Alle Kampfeinheiten werden jetzt gleich mal... Ach halt, vielleicht auch noch ein bisschen was an... Munition, Versorgungsdepot, genau. Das ist wichtig. Am besten direkt dahinter, so vielleicht. Selbstverständlich. So, wenn das fertig ist, bitte einen Voyard. Und den ganzen Top mal hochfahren zu den... zum Hafen. Genau, jetzt können wir mal gucken. So, wir haben also Schiffchen. Wir haben wahrscheinlich diese kleine, den kleinen Ocker. Kleiner Ocker hat Raketenwerfer, Doppel-MG, Lasergeschütz oder im Banner. Die Frage ist, was machen wir da am sinnlosesten... Ocker mit Lasergeschütz ist natürlich super für alles, was am Boden kreucht und fleucht. MG ist halt für alles gut. Und Raketenwerfer, haben wir denn schon... Können wir den Raketenwerfer diese Mission immer noch nicht? Okay. Oh, und wir haben die Don-Amphibienfahrzeuge. Schiffchen. Ja, ich würde gerne den Don verbessern. Damit kommen wir nämlich durch alles durch. Was machen wir für Schiffchen? Ich würde mal sagen... Raketenwerfer. Größere Reichweite. Ne, vielleicht auch lieber nur MGs. Machen wir einfach mal. Produktion oh, eine Limit erreicht. Dann machen wir gar nichts. Das ist nicht schlecht. So, wir sind in Japan. Das heißt, wir sind am kleinen Inselchen irgendwo. Ja, Kommandant. Ich schätze mal, eine Insel wird wahrscheinlich irgendwie von unserer Lage aus im Nordosten sein. Der Rest, Basis meine ich. Der Rest wird irgendwo im Süden, Südwesten oder so auf uns lauern. Klar. Grobe Schätzung, aber naja. So, hier haben wir die 1, 2, ja, das hier könnt auch mal irgendwen verfolgen an eigene Einheiten. Wie wär's mit dir? Natürlich. Natürlich. Jawohl, wir fahren. So, das ist dann die Nummer 2. Was ist los? Frage ist, was mache ich jetzt hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wo was ist. Was ist los? Ja, komm. Erstmal sammeln. So. Genau, schauen wir uns hier einfach mal ein bisschen um. Noch ist der Tag, noch sehen wir was. Ist ja alles gar nicht so schlecht. Ein bisschen Aufklärung. Solange es noch hell ist, dann sieht man auch mal was. Ja, Kommandant. Wir können natürlich das hier auch ein bisschen wieder irgendwie ein bisschen eingraben. Kann ich das machen? Wenn ich nicht weiß, wo der Feind herkommt, erstmal graben ziehen vielleicht. Ja, weiß eigentlich was, von wo was kommt. Ist egal, dann machen wir es erstmal so. Ja, Kommandant.
auf dem Weg. So, wo Feind? Schön bergig alles, aber... Auf den Weg. Keine Basis. Finde ich aber auch gar nicht so schlecht, weil... Auf den Weg. Greift uns von hier schon mal nichts an. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die, wie gesagt, schon ewig nicht mehr gespielt, die Kampagne. Fertig. Wenn, dann nur die Geschichte mit Herr Skirmish. Das sieht aber aus, als ob es hier fertig ist, oder? Genau, dann ist mehr. Alles klar. Also Nordosten... Nordosten ist feindfrei. Das ist sehr gut. Ich würde trotzdem gerne ein Schiff haben, dass ich mal... Nee? Okay. Ist verboten. Wie wäre es mit... Ich hole mal einfach die restlichen Truppen ins Feld, oder? Weil das bringt mir so nicht sonderlich viel. Gut, dann mal wieder zu Hause vorbeischauen. Drei Basen. Vielleicht greifen die mich nicht an, bevor ich sie nicht entdeckt habe oder so. Ah, fand ich jetzt Zentralbasis im Westen und im Osten. Ich verstehe. Was jetzt? Osten, ja. Hier vielleicht irgendwo. Wo sind denn wir? Hier sind wir. Kann ich ja nach unten mal dicht machen. Zumindest hier in dem Bereich. Notfalls, wie gesagt, kann man das ja alles wieder einebnen. Das ist gar kein Thema. Auch da ganz... Oh. Wir fahren. Jetzt schauen wir mal, was haben wir denn? Wir haben den Don. Im Vergleich zum Pamir hat der mehr Trefferpunkte, aber halt null Panzerung. Was da drunter ist, weiß ich nicht. Geschwindigkeit, ne? Also ist im Grunde genommen genau wie der Tiger, das Ding. Kostet aber mehr... Ja, Bewaffnung, Standard. Standardbewaffnung. Ja, jetzt müssen wir halt gegen die... Also jetzt haben wir nicht mehr die Nachteile, die wir vorher hatten, mit dem guten... Fertig. Auf den Weg. Oder gegen die Moon zum Beispiel, oder überhaupt Seeeinheiten. Ja, die sind schwebend, wir auch. Machen wir das Licht an, sieht man was. Wir brauchen jetzt gerade keinen Vorteil, was die Nachtgeschichte angeht. Wir müssen ja nicht irgendwie die Reichweite ausnutzen oder so. Wir stehen ja mitten in unserer Basis. So. Einer passt noch. Ich könnte natürlich auch die... Oder ich hätte ein paar von den Korsaks mitnehmen können. Ataman haben wir auch schon verbessert. Ich meine, oder, ja, nicht verbessert, sondern können wir jetzt bauen. Und wir haben auch direkt Raketenwerfer dran geklemmt. Problem ist, Trade 2 Einheiten ist null. Wir haben viel zu viele. Was? Endlich funktioniert das. So, hier würde ich aber wirklich gern dicht machen. Dann... Wie machen wir das am dümmsten? So vielleicht? Und dann eins nach unten. So. Und dann so. Genau. Finde ich auch eine super Sache, dass man die so einreihen kann. Oh, wir sind einfach noch die Geschwindigkeit hochgedrückt. Mal schauen, wo ist es? Wo hört es auf? Jawohl, zu ruckeln. So. Das ist immer eine Schwierigkeit. Nee, Geschwindigkeit. Gefahrensporter ist angekommen. Das finde ich gut. Ausladen. Jetzt haben wir jede Menge... Elektrozeug. Und ich hoffe wirklich, ich schätze mal die Reifen links oben irgendwann an. Also Basis im Osten, Westen und im Zentrum. Osten, Westen, Zentrum. Werden also alle unter uns sein, die Basen, nehme ich mal ganz stark an. Was jetzt? Ja, die sind natürlich jetzt schön langsam. Problem könnten sein... Jawohl. Was soll ich die mal... Ja. Genau, ich nehme die einfach mal raus aus der Rechnung. Machen wir mal Trick 17. Was jetzt? Geht das nicht? Wieso geht das nicht? Alt? Ah, mit Alt. Ah, ja, ja, okay. Jawohl, ist auch doof, ne? Jawohl. So, die sind all die Einser. Und die folgen jetzt mal unauffällig den Einheiten. So. Das heißt, nur die M... Na, die nicht MG, sondern... Was ist los? So vielleicht. Und die dazu. Jawohl. Das ist die 2. Alles klar. Was haben wir jetzt? Einheiten. Die, Auf den Weg. Ganzen Lasergeschichten, die schießen jetzt zu Boden, die sind angewählt. Feindfolgen. Ja, Feindfolgen. Und alles, was in die Luft schießen kann, ist 2-3, das heißt, mit denen greife ich nicht aktiv Bodenziele an. Aber wenn ich natürlich beschossen werde oder wenn das aus der Luft kommt, dann nehmen die hoffentlich eigenständig den Kampf auf. Leider kann man denen nicht sagen, hier bitte nur Lufteinheiten angreifen oder sowas. Wenn wir schon Profi-Geschichten haben, finde ich ein bisschen schade, aber. Naja, wir werden es hoffentlich überleben. So, wenn wir den Feind ausgemacht haben, würde ich sagen, okay, hier ist nichts. Aber da oben im Osten kann nicht mehr viel sein. Es wäre auch möglich,
dass ich vielleicht Brücken zum Feind bauen muss und dann habe ich ein Problem. Auf dem Weg. Das kann durchaus sein, weil es hier nämlich sehr wässrig aussieht, aber dann können wir auf jeden Fall die Zentralen oder sowas angreifen, oder? Es werden ja nicht alle Inseln, alle Basen auf Inseln errichtet worden sein. Ist zwar möglich, aber... Und wie sieht's hier aus? Ist hier offen? Ja, so ein ganz kleines bisschen, ne? Hier im Westen, da könnte man eventuell auch noch eine Basis vermuten. Okay. Ja, ich möchte einfach nur schnell mal die Basis finden, damit wir uns zurückziehen, weil da werden sie uns angreifen. Ja, Kommandant. So, können wir mal speichern, weil Jawborn haben wir noch nicht gespeichert. Wird hiermit erledigt. Ja, Kommandant. So, mal schön sammeln. Man kann natürlich auch zu Platoons machen, die Einheiten. Ja, Kommandant. Und dann kann man die Informationen fahren lassen. Aber ich glaube, es gibt einen Grund, warum es hier Schiffe und Don gibt. Also ich schätze mal, dass mindestens eine Basis auf einer Insel sein wird, die wir so nicht erreichen. Okay. Okay. Und das Gelände? Ja, relativ zerklüftet. Naja, eigentlich noch nicht. Fertig. Fertig. Jawohl, wir fahren. So, jawohl, dann mach mal was Sinniges. Okay. Irgendwann rennen wir in die Basis. Sehen Sie, dann schnell zurückziehen. Ja, Kommandant. Ja. Da sind sie. Okay. Feind. Bodenschätze lokalisiert. Gut. Wäre auch natürlich eine Idee. Wir rennen einfach den Feind über den Haufen. Wie bitte? Ah ja, war klar. Ach, die greifen jetzt an. Das ist natürlich nicht so günstig. Sehr viel mit Wasserluft. Auch sehr schlecht. What? Moment. Halt. So haben wir nicht gerechnet. Jetzt haben wir ein Problem. Okay. Was machen? Was tun? So viel aus der Luft. Okay. Ja, dann, schnell mal. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir echt ein Problemchen. Oh Gott, wieso kommt das so viel aus der Luft? Das war so nicht gedacht. Aber nur mit MGs zu arbeiten ist auch Quatsch, oder? Ja, zumindest die Basis, wenn wir mit Maschinengewehren verteidigen. Haben wir denn irgendwelche Waffen? Raketen? Irgendwas? Nein? Okay. Also der Nordwesten fällt gerade, das ist schlecht. Das ist sogar ziemlich schlecht. Dann bauen wir weiter große Türme. Mhm. Ja, okay. Ach, der wird gegenrepariert. Okay, das ist super. Aber halt der so lange durch? Ich weiß es nicht. Kann man irgendwer die abknallen, die Viecher? Jetzt. So vielleicht? Oh Mann, was ist das denn hier? Also mit so viel Luft hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Also haben sie nicht allzu viel. Okay, das könnte ein Problem werden. Ja, scheiße. Das ist richtig. Dann müssen wir einfach mal fliehen und hoffen, dass die uns nicht alle machen hier. Die fliegenden Ratten. Leider viel zu wenig, was in die Luft schießen kann. Das ist natürlich nicht richtig. Nicht so richtig gut vor allem. Aber sind sie noch ungelenkt? Hm, ja, das ist der einzige Vorteil, den wir momentan noch haben. Also schön bewegen. So, die Türme stehen. Knallen die ersten ab. Das ist okay. So, wir brauchen aber mehr Türme. Logischerweise. Selbstverständlich. So, komm, mach hin. So, ist fertig? Der ist fertig. Man kann natürlich mit SRG kann man alle gleichzeitig verbessern lassen. Das ist auch ein probates Mittel. Hoffentlich waren es nur die... Ah, verdammt. So, die werden aber abgeknallt, ja? Gut. Waren das dann alle? Ach, da kamen noch Bodeneinheiten. Okay. Ah ja, da sind sie. Aber platzen auch relativ schnell, wenn es... Wenn es darum geht. Ich das liebe. Elektrozeug und so ist ganz gut. So, wir haben noch irgendeine Reparatur. Eine noch, verdammt. Ja. Fertig. Klar. Kann es sein, dass wir nichts mehr haben, was in die Luft schießt? Nur Gebäude. Ist möglich, ne? Selbstverständlich. So. Zack. Selbstverständlich. Vielleicht sollte man den Doppelpack aufstellen.
Ja, dann brauchen wir noch ein paar Tiger Rap. Yo, 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 mach mal die Geschichte weg. Ach, die Reichweite stimmt nicht, oder? Oder kriegst du das hin? Doch, du kriegst das hin. Ja, aber die Bunker, beziehungsweise die Türme, die dürften eigentlich eine ganze Weile halten. So, hier bitte mal reparieren. Ja, jetzt wird er angegangen hier, der Kollege. So, einer nach dem anderen alle machen. Hier sei der Platz direkt zum nächsten. Mehr Möglichkeiten haben wir leider momentan nicht. So, der Turm wird auch mal... Ach komm, mach mal Raketen draus. Was soll der Geiz? Dann am besten aber nochmal einen von denen. So, der wird aber jetzt gegenrepariert. Da haben sie keine Chance mehr. So, Boyar haben wir immer noch da. Okay, okay. Ja, vielleicht soll ich auch eins hier hinten vielleicht eins umändern. Nee, das lassen wir so, weil die Kraftwerke hier stehen. So, jetzt haben wir da Raketentürmchen noch. Wie viel Kohle haben wir denn eigentlich? 34.000. Ja, ist ganz nett. Das ist jetzt allerdings ein Problem. Was machen wir denn da? Wir haben viel zu viele Einheiten und nichts davon schießt wirklich in die Luft. Also kaum was können wir gebrauchen. 900. Das heißt, ich kann ein Raketenfahrzeugchen mal herstellen, aber das bringt nicht viel, oder? Welches Gebäude steht unter Beschuss? Ach ja. Na, von mir aus. So, jetzt greifen sie von oben an. Das ist schlecht. Vor allem die Elektrogeschichten. Dann Bodenfahrzeuge. Oh, jetzt greifen sie mit drei Basen an. Jetzt greifen unsere drei Basen an. Das wird gleich lahmgelegt sein. Ja, hätte ich im Doppelpack aufstellen sollen. Einmal Elektro und einmal Maschinengewehr. Wir fahren. So. Dann darf ich gerade wieder weiter aufbauen, die Geschichte hier. Ja, dann bauen wir es mal direkt. Oder? Können wir es direkt dran bauen? Ja, können wir. So. Was wird hier wieder angegriffen? Wir natürlich. Das ist nicht gut. Ist das Ding fertig? Ja. Komm, holen wir die auch gleich ins Feld. Wenn wir schon dabei sind, holen wir die auch noch. Roger, genau. So, das braucht kein Mensch. Da machen wir einfach Raketen draus. Ach ja, nee, halt. Ihr bleibt mal da oben. Hier, bleibt mal da oben. Kommen sie nämlich mit ihren dümmlichen Fahrzeugen an, ihren Moons. Gut, dann... Ja, sie kommen ja nah ran. Das heißt, was machen wir dann am dümmsten? Ich würde sagen, Lasergeschütz und in zweiter Reihe dann, ja, den Raketenwerfer. Hier machen wir auch einen Raketenwerfer draus. Und den lassen wir einfach mal, so wer ist. Wieso? Ach, bei Reparatur. Moment, ist das ein Level 1er? Ach, das war der einzige Prototyp. Ja, wie nett. Ja, man sieht's. Lenkraketen ist nicht. Aber jetzt sind sie angekommen. Wieso? Achso, eigene Rakete war das aber, oder? Ja, jetzt werden sie dann getroffen, wenn sie auch... Oh Mann, wie ungünstig. Ja, hier bitte mal gegen reparieren, wenn es recht ist. Und die Raketen brauchen halt einen Moment, bis sie ankommen. Ja, den verlieren wir. Das ist natürlich richtig schön scheiße. Ja, nun wieder ein Fahrzeug weg. Ne, Gebäude weg, nicht Fahrzeug. Ja, also die treten uns gerade richtig in den Hintern. Was geht denn hier ab? Muss das denn sein? Da wollen wir eine Armee halt nur aus den... aus Bodenzeug besteht, deswegen kann ich da nicht so wirklich agieren. Wo kommen sie? Und da kommen sie. Wo jetzt schon wieder? Heul doch nicht immer rum. So. Was für Möglichkeiten haben wir? Eigentlich nicht viele, ne? Schön Elektro und das andere Zeug zusammen. Irgendwo aufbauen. Dass alles weggebrutzelt wird und aber auch gleichzeitig beschossen. So, vielleicht. Graben wir es mal schön ein. Wir brauchen ja nicht viel mehr. Hier gibt es ein bisschen Kohle. Müssen wir denn auch ein bisschen nur Viecher zerstören? Die geht aber auch ab, die Musik. So, Frage ist, was machen wir jetzt?
Was machen wir jetzt? Da ist ein bisschen was angegriffen. Warum? Ja, das ist doch Quatsch mit den... Ich meine, die zerplatzen halt rucki-zucki. Wenn sie dann stillstehen, dann ist super. Davor aber... nur bedingt, sage ich mal. So, dann machen wir hier einen Lasergeschütz draus, falls sie vom Boden aus angreifen. Hier Raketen. Hier haben wir MG. Da machen wir daneben wieder ein Lasergeschütz. Oder... ja, würde ich sagen. Okay, hier haben wir Raketen. Da haben wir ein Lasergeschütz, dahinter Raketen und hier auch Raketen. So, der hier kann mal die einzige Mine, die wir haben, reparieren. Und hier, was machen wir da draus? Genau, jetzt kommen sie von oben nämlich und werden direkt beschossen. Zum Glück im Laser, das ist gut. So, du wirst mal Luftabwehr, du reparierst fleißig. Ja, machen wir einfach mal, machen wir oben mal dicht, oder? Sie greifen schon wieder an. Aus der Luft, aber diesmal wieder. Mhm. Unser Gebäude steht unter Beschuss. Ja, ja. Ja, Kommandant. So, ihr zwei kommt noch mit rein und dann wird mal abtransportiert. Können wir irgendwas Sinnvolles forschen? Ach ja, den können wir verbessern. Hm. Machen wir einfach mal. Später gibt es noch die Volga. Die ist dann noch besser. Aber wir haben noch 20.000 knapp und hier sind noch drin 30.000. Ja, doch, kriegen wir hin. Ja. So. Was machen wir da am dümmsten? Haben wir denn noch die... Moment. Transporter auf den... Ja gut, auf den warten wir noch ganz kurz. Da ist er, genau. Er folgt den Einheiten. 2. Du gehörst nicht dazu. Du bleibst mal hier in der Basis. So, die dürfen wir schön reparieren. 2 kommen hier mit uns gleich mit. Aber erstmal warten wir auf den... die Kollegen. Also müssen wir... Bei denen war mir schon klar, dass wir mit nur Lasern hier wahrscheinlich nicht gut klarkommen, dass sie wieder viele Meteore benutzen werden. Schwere Türme wären natürlich auch nett. Oder dahinter vielleicht Raketen und vorne die, ja, da vorne quasi Lasergeschütze, aber momentan läuft es ja noch. Der folgt und eskortiert. So, ausladen. Ist. Naja, schwerer Start, aber wir haben uns erstmal eingegraben. Auf den komischen Hafen können wir eh verzichten. Spätestens dann, wenn wir die, Dons haben in verbesserter Form. Die sind nämlich noch besser als die Tiger. So, hier dürfen wir hier, genau, breit in Sicht, wo? Also meistens von links unten. Meistens kommen sie nachts. Meistens nachts. So vielleicht. Gebäudebeschuss, ja, ja. So, was haben wir denn überhaupt rangekaut? Nur Luft, nur Reparaturzeug. Das ist natürlich auch nicht so gut. Ja, ja. Ja, da kommt echt einiges. Das ist nicht gut. Jetzt greifen sie vor allem mein Baufahrzeug an. Das mag ich überhaupt nicht. Machen wir noch mehr Abwehrtürmchen hin. So, sobald es steht. Kommt hier auf jeden Fall nochmal ein... Ja, dahin vielleicht nicht. Ja, ja, du bist immer getroffen. Ich bin getroffen. Wo denn? Selbstverständlich, okay. So, jetzt greifen sie auch mit Bodeneinheiten an. Ist okay. Wo kommen sie? Ah, ein etwas größerer Trost. So. Und die Elektrokanonen, wenn die treffen, machen zu guten Schaden. Aber wenn die Laser treffen, ist halt sofort Feierabend. Also schön ein bisschen durch, die einfach durchfahren. Dann haben sie auch keine Schusslinie mehr und werden dann alle gemacht. Ja, der dumme Prototyp da mit seinem Einzellaserchen, der ist natürlich ein Witz. So, dann greifen wir einfach mit dem ganzen Trupp an. Und du wirst zu einem Doppel-MG-Turm. Genau, hier machen wir einfach einen guten Radar. Ja, Radar wäre auch ganz nett. Dann machen wir einen Verbesserungsturm, so ein Banner-Turm machen wir da draus. Hier hinter vielleicht irgendwo Strom. Wo machen wir Strom? Da. So, die werden jetzt richtig hart auf Nuss kriegen. So, Licht ist aus. Ne, das ist zu viel, ne? Da kommen wir nicht angegen. Da müssen wir schon schnell sein. Da gibt es zu wenig Luft. Einheit, die Luft
bearbeiten können. Das hilft so nicht. Ja, dann müssen wir sie eigentlich opfern, weil ich kann nicht mehr Einheiten bauen. Ich muss die weghaben. Ja, ja, Einheit verloren. Dann fahren wir mal durch und versuchen mal den Strom lahmzulegen. Ja, wo ist denn der Strom? Haben sie denn überhaupt welchen? Mist. Hier. Da, das muss weg. Da hinten, genau. Sind wir einfach durchgefahren, haben zwar einiges an Verlusten zu verzeichnen, aber ich hoffe mal, dass wir es... Ach ja, da ist noch mehr von denen. Und ja, man sieht es, die haben Schilde. Kennen wir schon aus der Moon Project Kampagne. Aber nee, das funktioniert so nicht. Wir haben zwar ein bisschen gegenrepariert, aber das kann man sich echt in die Haare schmieren hier. Und das werden sie natürlich wieder aufbauen. So, das ganze Laserzeug kann mal was anderes angreifen. Ja, okay. Das war zu erwarten. Dann machen wir Folgendes. Wir schwenken um auf Sibiria. Mit Raketenwerfern. Andererseits vielleicht auch ein Don. Die werden jetzt verbessert. Oh, die kann man nochmal verbessern. Ja, da würde ich gerne mal abwarten. Vielleicht sind die gar nicht mal so schlecht. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Ein Gebäude haben wir weggekriegt. Oder auch nicht. Jetzt geht's darum, werden wir hier alle gemacht oder nicht? So, schön einen am anderen bitte wegbrutzeln, wenn es recht ist. Aber auch die sind nicht so anfällig, leider. So, Radar, wir sehen also, wann sie kommen. Hier raus machen wir trotzdem jetzt den Banner. Einfach, dass alle drumherum mehr Schaden auszahlen können. Jetzt hier schon hier oben vielleicht ein weiterer Laserturm wäre auch nicht so schlecht. So, der wird repariert. Jawohl. Kann man natürlich auch so schön einbuddeln, dass man sagt, man macht dann hier eine Mauer hin und hier noch einen Turm. Dann ist er hier drin und der repariert halt alles, was drumherum steht. So, weg damit. Feindet sich. Ja, jetzt kriegen wir wahrscheinlich drauf, so ein bisschen. Und sie haben Schilde. Jetzt haben wir ein Problemchen. Jetzt können wir die Laser sowieso vergessen. Ich dachte nicht, dass sie jetzt schon die Laser produzieren. Das ist natürlich nicht so günstig. Du fährst mal zur Basis, bitte. Wir müssen auf den Don warten. 2 Minuten sind das noch. Beziehungsweise jetzt mit Turbo 50 Sekunden. So, hier haben wir zumindest ein bisschen ja, Abwehr in Form von Ratatazong Helikoptern, das kriegen wir also hin. Ja, Sichtweite leicht begrenzt. Also ich sehe meine Basis. Ja. Gut. Wir haben hier einen zweiten Turm gebaut. Wo sind sie? Wie sind die da oben? Ja, vielleicht wären wirklich MGs die bessere Variante gewesen. Aber mit der ist man immer schlauer. So, was machen wir jetzt hier? Wir machen wieder auf langsam oder auf Mittel, würde ich sagen. So. Ja, das ist eine gute Idee gewesen, hier so ein bisschen mich einzugraben. Das heißt, sie müssen. Können von hier gar nicht kommen. Sie müssen also von der einen anderen Seite kommen. Vielleicht könnte ich hier oben auch noch dicht machen, aber naja, man kann es auch übertreiben. So, hier haben wir Magietürmchen. Das wird da oben eigentlich auch nicht schaden, oder? Sagen wir das mal spaßhalber. Ja, komm, auf. Machen wir davor einen. Ja. Wie wär's, wenn du dich da hinstellst und dann. Ja, irgendwas ist ja immer. So, nein, das ist keine gute Idee. Da kommen wir nämlich dann nicht mehr raus. Hier vielleicht. Das müsste hinhauen. Ja, das ist schlecht. Wir brauchen mehr Türme. Jedenfalls für den Moment. Don ist in 2 Sekunden fertig. Boah, die kommen echt mit einer ganzen Menge hier an. Aber Reparatur. Oh, kriegen wir das Gegen repariert? Ich glaube nicht, oder? Und da oben platzen die nächsten Gebäude. Oh, oh.
Oh, das ist nicht so gut. Bitte alles mal reparieren. Wir müssen jetzt, wir müssen hier durchhalten. Machen wir dahinter noch ein bisschen billig. Billiger ein paar Türmchen. So, bitte nicht kaputt schießen. Wenn es reicht ist. Oh, ihr, warum seid ihr so fies? Muss auch sein. Ist mir egal. Wird weiter aufgebaut. So, zack. Machen wir gar nicht lange rum. Ja, so ein Raketenäffchen ist natürlich ein Witz. Okay. Ah, es war gut, dass der noch nicht fertig war. Dann konnte er nämlich mit MG ein bisschen aushelfen. Aber wir wollen nicht das MG. Wir wollen ja die, den Banner haben. Genau. So, jetzt kommen sie mit Einheiten, an die ich nicht rankomme. Das ist natürlich auch doof. Manuell kann man noch weiter schießen. Oh, es geht natürlich auf die Reparaturfahrzeuge los. Auch unangenehm. So, dann ganz schön hektisch das Spiel, oder? Ich finde auch. Jetzt machen wir da Doppel-MGs, oder? Haben wir eine Horde Maschinengewehr-Äffchen draus. Die Raketen sind noch ungelenkt. Das gefällt mir halt überhaupt nicht. Ja, sind schön billig. Machen wir einfach mal davon. Möchte ich auch wieder sagen, wir bauen da einfach noch eins. Und zwar eine Waffenfabrik. Selbstverständlich. Genau. Haben wir da wenigstens was an Kohle drin? Leider nicht. Was ist denn da für eine Einheit drin? Ist denn da ein Reparaturmann drin? Auf dem Weg. Muss das denn sein? Probleme? Probleme? Ja, ja. Durchaus haben wir Probleme. So, dann würde ich sagen, jetzt machen wir ernst. Ziehen wir durch die Mauer durch. Richtig krass. Das heißt, die gehen auch ein bisschen auf die Leute los. Auf die Mauer, nicht auf die Leute. Hinter dem G-Türmchen. Ja, ihr habt fleißig repariert. Das finde ich gut. So lobe ich mir das. Wird immer weiter angegriffen, ja, ungünstig. So, vielleicht darauf achten, dass die. Ne, das darf ich nicht machen. So, vielleicht. Und dann so. Alles klar. Das muss von beiden Seiten begehbar sein. Sonst habe ich ein Problem. So, hier darf mal mitgemacht werden. Ja, 6000. Ja, ja. Irgendwas ist ja immer. Die sind aber ganz schön hartnäckig. Wir müssen uns hier wirklich eingraben. Halt, das können wir schenken. Das kann ich mir schenken. Machen wir so. Feind in Sicht, ja, ja. Jemand Feind in Sicht. Warum ein Feind? So. Machen wir mal doppelte Mauern. Nach Osten hin. Da oben soll ich vielleicht auch noch ein bisschen was machen, aber ne? Hier ist jetzt gerade. Hauptkampflinie, deswegen konzentriere ich mich mal auf den. Ja, das wird dazu. Ja, Produktion, Produktion. Wie sieht's aus? Produktion läuft. Es werden quasi viermal gleichzeitig Panzer abgebaut. Viermal gleichzeitig, ja, genau so ist das. So. Mauern stehen, ist gut. Die kommen halt auch immer wieder rein, die kleinen Drecksäcke, ne? Die zweite Verteidigungslinie wäre auch nicht schlecht. Produktion abgeschlossen. So. Wieso wird hier wieder repariert? Auch weil ich ein bisschen Schaden genommen habe. Ja, mei. Jo, mei. Jawohl. Achso, die kann ich ja nicht auf einmal transportieren. Das war natürlich auch ein bisschen doof, aber. Immerhin. Wenn ihr fertig seid, ihr fahrt mal. Ihr fahrt mal raus. So. Hier funktioniert alles. Die machen auch einen guten Job, würde ich mal sagen. Feste Position? Nee, die dürfen mal mit raus. Roger. Die kann man, glaube ich, auch zu Profis machen. Dann können sie auch ein Gebiet halten. Dann nähern sich. Oder gehen sie nicht so weit von ihrem Punkt entfernt. Oh, oh, wir haben die benötigten Rohstoffmengen erhalten. Alle Arbeiten laufen planmäßig.
Projektstatus 19% abgeschlossen, Status 150.000, erhalten Rohstoff 190.000, benötigte Rohstoffe für weiteren Fortschritt 10.000. Gezeichnet Richard von Karibik-Zandberg, Leiter Administration, Forschung und Entwicklung. Verdammt, jetzt habe ich gerade meinen russischen Akzent vergessen. Egal, egal. Idu, idu. Kann da mal bitte einer reparieren? Da stehen sie, lungern sie alle da hinten rum. Das ist natürlich wieder ganz besonders intelligent gelöst. Toll. Ne, machen wir es lieber so. Hier vielleicht? Genau. Felsen und sowas kann man auch zerstören. Aber man kann es auch lassen. Vielleicht sollte man das Licht mal ausschalten. Bei den Türmen. Ja, okay. Dann raus damit. Wenn hier das Licht aus ist, ist auch gut, weil dann sehen sie, glaube ich, die Abwehrgebäude nicht so leicht. Der hat jetzt nicht allen Ernstes eine größere Reichweite, der Drecksack, oder? Nee, hat er nicht. Eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht. Ja, das ist echt nervig. Direkt dahinter steht er, fette Reichweite. Ist das schon Level 4 oder sowas? Und trotzdem kriegen sie es nicht gebacken. Naja, ich weiß ja nicht. Halt! Ja, wir werden angegriffen. Wir werden immer angegriffen. 5001. So, können wir hier ein bisschen nachproduzieren. Denn wir haben noch... Ja. Welches Gebäude? Ach, der wird angegriffen, okay. Ja, das stimmt sogar eigentlich, aber... kann ich jetzt leider keinen... keine Notiz von nehmen. So, hier haben wir ein paar... vielleicht ein Reparaturäffchen noch mit dazu bauen. So, der kann... Ach, du kommst so mit, du bist die 2. Und ihr seid alle die 1. Viel ist nicht mehr drin, im Sack. Was jetzt? Okay. Da sind sie. Wo sind sie? Ach ja, stimmt, das sind sie wirklich. Dürften aber ganz guten Schaden machen, genau. Das lohnt auf jeden Fall mehr, als zu versuchen, hier irgendwie einen auf Schild wegwurzeln zu machen. Denn das ist zum Scheiter verurteilt, kann ich direkt sagen. Ja, einfach so, sage ich das mal. Erforschung ist fertig. Fertig. Und zur Mission. Och, nicht doch. Muss das denn immer sein mit den... Ja, könnt ihr mal Sicht ausmachen, so ist es nicht. Ja, da kommen sie. Und da repariert sie. So. Licht aus. Ja, eigentlich sollte sie Licht anhaben. Ist, könnte er zur Truppe dazu? Nee, der ist einfach nur nervig. Du fährst wieder zurück. Dann brauchen wir noch einen oder zwei. Nee, Reparatur brauchen wir nicht. Wir brauchen etwas, das den Banner mitbringt. So, mal schauen, wie lange sind wir denn schon dabei? 36 Minuten. Oh, das zieht sich ein bisschen. Sehr schön. Wenn hier alles abgeerntet ist, dann können wir das auch wegsprengen. Ja, eigentlich war auch der Plan gewesen, dass ich so ein bisschen... ja, schnell angreife, mir schnell eine Basis hole, dann mehr Ressourcen habe. Ja, das macht man ja normalerweise so, aber hatte leider die komplett falschen Einheiten. Mist. Moment, welche Taste ist denn alle... Das sind alle Lufteinheiten militärischer Natur. Das sind alle nicht-militärischen... Also egal, mach ich einfach den hier, zack. So, dann würde ich sagen, wollen wir mal. Ja, viel Nacht ist nicht mehr, leider. Na komm, dann mit Licht. Unten sammeln. So, nächste Angriffswelle. Was haben wir hier? Der sollte ja eigentlich mitfahren. So, vielleicht. Ja, da kommen sie. Schadenstechnisch, ja, sind wir jetzt nicht so gut dabei, aber... Ah ja, dann haben wir 5. 6. Nicht ganz so schnell vielleicht. Kommen wir denn irgendwie anders an die Basis ran? Oder fahren wir einfach wieder durch? Das hat das jetzt mal ganz gut funktioniert. So, vielleicht. Hier, genau. Feindfolgen, nein. Feste Position. Oh Mann, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen.